Heute zeige ich dir, wie du mit diesem Stempelset und Glossspray diese Karte machen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist Manny von Manny's Bastelshop. Ich werde jetzt eine Karte basteln. Das ist übrigens immer noch keine von denen, die ich da schon vorbereitet habe, sondern das ist eine von der Inspirationswoche. Wann ich die zeige, die werde ich wahrscheinlich vermutlich nicht mehr zur Inspirationswoche schaffen. Aber das macht ja nichts. Dann zeige ich es einfach später. Jetzt mal meine Farben zusammengesucht. Die Schrift habe ich übrigens noch 3-4 Mal ausgestempelt. Viermal. Und einmal, also dreimal ohne Stempel und einmal mit Stempel, weil ich nämlich das etwas höher haben möchte. Das ist übrigens auch eine coole Idee, entweder um so einen kleinen Versatz zu schaffen oder wenn man keine Lust auf 3D-Klebeband hat. Ich habe gerade überlegt, warum ich das Papier mir zugeschnitten habe, aber genau, da mache ich das nämlich vorm Kolorieren. Der Untergrund soll etwas Farbe abbekommen. Und ich kann mich nicht entscheiden, wieder mal, welche Größe ich verwende. Ich werde aber wahrscheinlich die verwenden, weil das sollte ich mich dann doch jetzt schon mal entscheiden, weil das passt drauf. Ich kann es ja auch so machen. Und also das passt alles drauf. Ich will dieses Papier unbedingt verwenden, weil ich finde, das passt ganz gut zu den, was sind das, Seifenblasen. Und den nehme ich dann einfach später. Und da möchte ich Distress Glossspray, glaube ich. Ja. Bei dem Distress Gloss Spray ist es übrigens ganz wichtig, erstens die Düse ordentlich sauber zu machen. Sonst habt ihr da keine lange Freude mit der Flasche. Und vorher zu schütteln. Also erst schütteln und dann die Düse wieder sauber machen nach verwenden. Und das ist wirklich extrem wichtig. Also auch schütteln ist wichtig, aber auch die Düse sauber machen. Wenn dir passieren sollte, dass sie verklebt ist, dann kannst du natürlich probieren, die wieder sauber zu kriegen. Also mit die Düse mit warmem Wasser einlegen. Das könnte klappen eventuell, ich weiß es nicht genau. Und wenn nicht, dann nimmst du einfach eine andere Flasche. Ich meine, die Flaschen gibt es ja überall wie Sand am Meer. Und auch das Schütteln, das ist wirklich extrem wichtig, dass sich die Pigmente wieder vom Boden lösen. So, lila werde ich jetzt nur als Klecks drauf machen. Und noch etwas blau. Ich habe jetzt einen grünen Fingernagel. Yay. Wenn ein Kunde die Flaschen bei uns bestellt, das ist irgendwie so ein richtiger Magnet. Wir fangen alle an mit Schütteln. Also wir haben die Flasche in der Hand und fangen sofort an mit Schütteln. Das ist irgendwie so richtig Sucht. Schüttelsucht. Es wird nur etwas nervig, wenn dann mehrere Kunden am Tag die Flaschen bestellt haben und wir dann alle beim Packen sind und dann jeder die Flaschen schüttelt. Das könnte etwas nervig sein, aber gut. Wir finden es lustig. Die Farbe kannst du übrigens ganz gut mit dem Föhn trocknen. Die trocknet auch relativ schnell, aber der Rest ist echt schnell trocken. Und wenn dann du die Karte an den Rand legst und erstmal weitermachst, bis du dann fertig bist mit Kolorieren, ist es auf jeden Fall trocken. Natürlich vorher probieren. Aber meine Finger habt ihr euch ja bestimmt schon gewöhnt, weil ich glaube, es gibt kein Video, wo meine Finger nicht dreckig sind. Die Maus
muss jetzt bloß dran denken, dass ich gerade Alkoholmarke an der Hand habe und keine Aquarellmarke. Das vergesse ich dann gerne mal. Wobei ich sagen muss, bei der Umstieg von Aquarellmarkern oder Aquarellfarbe auf Alkoholmarker ist nicht ganz so krass. Also der von Aquarell auf, nee, von Alkoholmarker auf Aquarell, der ist schlimmer. Das habe ich gelernt, sollte ich nicht in einer Karte gleichzeitig oder zwei Videos nicht gleichzeitig, sagen wir mal so, ich soll nicht zwei Videos gleichzeitig nacheinander drehen und dann mit Aquarell und Alkoholmarker. Das war nicht so gut. Das Video werde ich dir noch zeigen, aber ich muss es erst noch drehen. Ich glaube, das hatte ich gestern schon mal erwähnt, dass ich aktuell nicht so wirklich zum Video drehen komme. Solange ich am Freitag immer noch ein Video drehen kann, Video zeigen kann, geht es ja. Die Blasen werde ich mal versuchen mit verschiedenen Farben zu kolorieren. Dann werde ich mal gucken, ob mir das Gelb ist jetzt etwas zu dunkel. Ich habe hier noch ein helleres. Ob das dann am Ende so aussieht, wie das aussehen soll. Das ist ja immer so mit der Vorstellung und mit der Realität. Meistens weicht das ja etwas ab. Und jetzt noch ein schönes, helles Blau. Sieht ganz gut aus. So, dann muss ich ja bloß noch die, wie heißt denn das Seifenblasending? Keine Ahnung.
Und das wird ein bisschen die Farbe Türkis. Untergrund ist ja auch so. Dann machen wir das einen schönen Schweinchenrosa. Diese filigranen Dinger sind immer echt extrem cool. Jetzt nach dem Trocknen sieht es etwas aus wie so glänzendes Leder. Ich hoffe, dass das etwas rüberkommt. Die Schrift werde ich versetzt aufkleben. Ich hoffe, dass das hier jetzt einigermaßen gerade ist. Ich nehme es jetzt hochkant. Dann ist ja nur noch eine Frage, versetzt oder nicht versetzt. Mein heißgeliebter Flüssigkleber. Für solche Dinge ist der besten geeignet. Nummer 1. Nummer 2. Dann kommt gleich Nummer 3 nach oben drauf. Und bevor ich jetzt die Mäuse und alles, oder die Maus aufklebe und die Seifenblasen, da kommt natürlich die Schrift hier drauf. Die ist ja schon sehr markant. Das kleine Mäusel muss heute in die Ecke. Und jetzt die Seifenblasen. Und noch den Seifenblasen, keine Ahnung wie du heißt. Die Karte noch aufkleben. Ich werde das jetzt mal hier noch nach zu Ende machen. Die kann jetzt in Ruhe vor sich hin trocknen. Und dann danke ich dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!